Oldies, wie ihr seht, bei mir läuft Ragnarok Online 2 ohne Probleme. Das ist kein privater Server, das ist der offizielle Server. Und ich hatte ja übelst die Probleme gehabt mit dem Hackshield, dass er immer einen Error ausgespuckt hat. Und ich möchte dieses Tutorial für Deutsch und für englische Leute machen. Deswegen fange ich erstmal mit dem Deutschen und mit den deutschen Leuten an. Das Englische, das folgt dann gleich. Ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr ein Antivirenprogramm habt, das komplett runterschmeißen. Komplett runterschmeißen. Wenn es Bitdefender ist, auf jeden Fall hundertprozentig runterschmeißen. Dann ladet ihr euch den CC-Cleaner runter, der in der Videobeschreibung ist. Dann löscht ihr die Registry und dann startet ihr den PC komplett neu. Und ohne Antivirenschutz, ohne Hintergrundprogramme, Ragnarok Online öffnen und Hackshield wird dann dich durchlassen. Gut, auf Englisch. Deinstall your Antivirus and follow the steps in the video description. Start CC Cleaner to clean your registry. And dann sollte das Spiel funktionieren. Euer Game Mogul. Ciao, ciao. Ich kann noch ein bisschen rumlaufen. Ich würde gerne Let's Playen, aber es lackt mir zu doll. So. Was ich ganz noch vergessen habe zu sagen, ist folgendes. Ihr solltet unter Start gehen, da regional eingeben und bei der Regionseinstellung auf Englisch Singapur umstellen. Dann funktioniert es auch. Dann könnt ihr spielen. Bis dann. Ciao, ciao.